Hallo und herzlich willkommen zu einem Special-Video, zu einer Special-Video-Reihe. Fernsehen macht da bisher bei mir auf dem Kanal nur ein einziges Mal. Und das ist bereits schon mehrere Jahre her, um genau zu sein, am 8. Juni 2017 ist in einer Videokette von, ich glaube, 4 Folgen, wo Lavan und ich eine Reise von A nach B dargestellt haben, in verschiedenen Spielen und so weiter und so fort entschieden. Also schon echt, boah, 3,5 Jahre her und es gab eigentlich keine wirklich richtige Folge hier auf dem Kanal. Und ich dachte mir, eigentlich habe ich vorgehabt, über die Feiertage so gesehen eine Art Special-Ding zu machen. Und dachte mir, okay, dann halt nicht, dann machen wir das halt jetzt so, dass wir das jetzt zwischen den Feiertagen machen. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen. Ach so, ich bin hier. Muss jetzt nochmal zurückgehen, läuft. Ich glaube, ich bin Professional 3 von 4 oder so. Ich gucke nochmal kurz nach. Genau, ich bin Professional 3 von 4, 50% zum nächsten Level. Ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe. Gut, ich bin, glaube ich, einmal selber gefahren und einmal halt hier die Strecke für die Reise des IC, was auch immer das war. Deswegen ist der Radius nicht ganz groß, nur 450 Kilometer oder so. Sprich, der Radius ist nicht allzu groß. Es geht ganz runter, na, kurz bis vor Nürnberg und so weiter, geht es runter kurz vor Luxemburg und so weiter und so fort. Genau, deswegen dachte ich mir, dass ich nicht einfach eine komplett riesengroße Karte mache, eine richtig große Route, sondern dass ich, wie ihr schon sehen könnt, wir machen den Neujahrsexpress, sprich. Wir haben, glaube ich, 7 Halte. Moment, heute ist der 27. Genau. Sprich, wir fahren am 27. von Bremen nach Hamburg, am 28. von Hamburg nach Berlin, am 29. fahren wir von Berlin nach Dresden, am 30. fahren wir, hoffentlich klappt das, von Dresden nach München, am, weiß ich, ist der 29. Moment, 27. Da muss ich auch gar nicht, jetzt komme ich schon aus dem 10 hier raus. 27., 28., 29., 30., genau. Am 31. fahren wir dann nach Luxemburg, dachte ich mir. Und am 1., am Neujahr fahren wir dann von Luxemburg einfach hoch nach Hannover. Und wie gesagt, da wir nicht alles in einem Rutsch machen können und nicht ganz bis nach München kommen, dachte ich mir, in der Hoffnung, dass wir es bis dahin den Radius freischalten, machen wir einfach Einzelrouten. Wir machen Expressrouten. Und ich habe die erste schon erstellt. Und ja. Genau, in dem Sinne würde ich sagen, starten wir die erste Tour. Es kann sein, dass ich die gerade von der Stelle nochmal runterschrauben muss, weil das irgendwie zu sehr leckt oder whatever. Aber dann werde ich dann einfach so nebenbei machen. Genau, wir fahren jetzt nur von Bremen nach Hamburg und im morgigen Video geht es dann weiter nach Berlin. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns mal drin. Genau, realistisch. Es kann sein, dass ich dann gleich noch nebenbei so ein bisschen die Controls mir reinziehen muss, denn ich habe sie nicht ganz auf dem Schirm. Nehmen wir von MAN, würde ich sagen. Oder wir nehmen einfach von MAN. Wir haben den. Und dann nehme ich einfach hier immer dann die Systemzeit. Wetter dynamisch.
Warte mal, was alles geladen hat. Wunderbar. Ich frage mich halt, warum bei diesem Game die Festplatte einfach dauerbelastet ist, ne? Frage ich mich halt echt. So, wir wollen jetzt hier Hamburg einblenden. Wunderbar. Oh nein, das wollte ich nicht. 9 wollen mit und 10 wollen aussteigen. Dann machen wir Aircondition an, schließen die vordere Tür. Was dann vielleicht auch nochmal hilfreich wäre, wäre Airconditioner Hallo anzumachen. und Herd übernutzen. Wenn ihr Oh, eure nächste bei Fahrt an. auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de Warten stehen wir erstmal auf täglich brandaktuell 22 alle Infos und Grad. Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen. Dann legen wir einfach mal los. Legen wir mal los. Lichter an, wäre natürlich auch nicht verkehrt, wäre das schon so dunkler. Dann wollen wir links abbiegen. Bin drauf, ich habe immer noch. Das wäre jetzt echt packen, das auf YX zu haben. Damit ich so ein bisschen umschauen könnte. Auf warum fährt denn da jetzt nicht? Das ist doch. Tank sieht im Tank aus, Tank sieht voll aus, wunderbar. Ach, ich hasse es. Also in 3 Minuten sind wir vielleicht hier draußen, aber vielleicht auch in 30 erst. So, wieder 300 Kilometer zurückfahren. Dort kommt nichts. Und da natürlich, aber die lassen uns vielleicht sogar vor. Sehr gütig. Settings machen, damit es nicht ganz so krank leckt. Hoffen wir, dass es nicht nochmal passiert. Wie gesagt, ich glaube, ich muss nochmal ein bisschen was in den Grafikeinstellungen machen.
die Stelle halt auch schon. Ist natürlich auch super, dass jetzt gerade wieder hier so. Ja. Und dann. Checken wir mal hin. Fahren jetzt nach Hamburg. Wäre schon praktisch, wenn ich mein Gepäck nicht mit in den Bus nehmen müsste. Ja, ist ja gut. So, moin. Nach Hamburg, das ist richtig. Da haben wir sie auch. Ein Ticket natürlich nach Hamburg. Auf geht's. Genau, auf geht's. Servus, ich hoffe, ich bin hier richtig. Nope. Ach nee, jetzt echt. Guten Tag, ich hoffe, ich bin hier richtig. Jawohl, da sind sie komplett richtig. Voll richtig. Ist das gültig? Das ist gültig. Danke sehr. Hallo, das Hallo. Ticket. Bitteschön. Iliano, der Voll. Achso, da war ja was. Guten Tag, fahren Sie in meine Richtung. Guten Tag, ich fahre nach Hamburg, genau. Ciao. Hamburg ist richtig, genau. Vielen Dank. Ich wollte einmal vergessen, ich habe keine Ahnung. Ich war lange nicht mehr hier, hab lange nicht mehr gespielt. Mary Hagen ist auch mit dabei. Leon Widde. Salü, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ganz genau. Ciao. Boah, dann können wir den Bums erschließen. Uns hinsetzen. Wir haben es jetzt 14.11 Uhr. Wann sollen wir denn los? Um 14.17 Uhr. Ganz genau, dann machen wir es immer ein bisschen die Zeit. Vielleicht will ja noch jemand mitfahren, wer weiß das schon. Und dann fahren wir jetzt ein paar hundert Kilometer nach Hamburg. Ich glaube, das waren 100. Was waren das nochmal? 217, 167? Ich weiß gar nicht mehr, eins von beiden. Und dann fahren wir jetzt zum letzten Stopp. Wir haben 17 nach. Dann wollen wir mal. Ich nehme Autobahn fahren. Warum funktioniert das WLAN nicht? Es funktioniert nicht. Ich muss mir nochmal hier alles wieder eingucken hier, ne? Weil die Tastenkombinationen sind nicht dieselben, wie die standardmäßigen sind. Fragt mich nicht warum. Doch ist U. R. U-R und I-O-U-R. I-O-U und R. Ich sehe es zumindest an, ob Wi-Fi an ist. Das kann man hier sehen. Das eine ist aber nicht an.
Verdammt. Oh, weiter. Tempomat war, meine ich, auf C. So, wir sollen in Hamburg um 16.13 Uhr sein. Wir haben es jetzt 14 Uhr. Wir haben es jetzt. Hä? Achso, ja, wir haben es jetzt 14.21 Uhr. Gott, Gott, Gott. Wie man sehen kann, fahre ich mit Tastatur. Genau, ich habe mit Tastatur. Ich weiß nicht, ob noch was fehlt, was ich sagen wollte, aber ich glaube, das war's dann. Ich fahre. Oh! Mein Fehler. Aus Versehen die rote Ampel mitgenommen. Das war jetzt nicht geplant. War ich ein bisschen abgelenkt, wieder ein bisschen. Bisschen zu sehr abgelenkt sogar. Oh, Scheibenwischer muss auch mit dran gemacht werden. Jetzt muss ich nachgucken, wie der Scheibenwischer angeht. Meine Güte. Okay, jetzt. Weil da habe ich den Blöffel komplett rausgenommen. Ne, im Moment, glaub, komplett raus geht der nicht, ne? Das war ja, glaube ich, irgendwie so eine Art. Bewegungsunschärfe ist bei 0. Oh. Genau, ganz ging nicht wegen Engine-like. So, Cruise Control habe ich jetzt, glaube ich, auf 50. Ich sehe. Tanken müssen wir ja nicht. Das ist ja nur eine Express-Tour. Dann wollen wir mal links rüber. Wir haben noch wie viele Kilometer? 151. Okay, dann war das echt nicht ganz so viel. Das haben wir hier, glaube ich, über die Weser, wenn es darstellt. Wie, glaube ich, soll es darstellen. Und dann weiter erstmal auf der Landstraße Richtung Autobahn Auffahrt, die uns nach Hamburg führt. Falls du mehr Fernbus-Simulator-Videos sehen willst, sei es, ob es irgendwie spezielle Touren sind oder ob ich eine reale Tour nachfahren oder fahren soll, dann schreib es gerne in die Kommentare. Oh, es war knapp. Und falls es Events sein sollen, dann. Okay, was für Events? Hier wieder. Und dann geht's ab auf die Autobahn. Genau, ich denke mal. Also wenn ihr davon mehr sehen wollt, von Fernbus Simulator, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch ein bisschen mehr dazu bringen. Ansonsten würde ich das halt eher so als Special-Ding so nehmen, sag ich jetzt mal.
Wunderbar, dann fahren wir jetzt Richtung Hamburg im Schnee. Auf der A1. Ah, die Spur zu halten ist halt echt ein bisschen anstrengender, sag ich mal, mit Tastatur. Schon langsamer vor uns, ne? Okay, jetzt Tempomat auf 100. Ist das auf 100 oder 101? 101 ist es. Und dann wollen wir mal nach Hamburg, weiter nach Hamburg. Ich hoffe mal, euch gefällt auch dieses Special-Ding. Wie gesagt, ich hatte eigentlich vorgehabt, dass ich das sogar über die Feiertage mache, sprich, dass wir mindestens vom 24. an bis halt zum Neujahr das Ganze ist, aber jetzt in etwas kürzerer Verfassung. Zeit eigentlich hinbekommen, aber wollte ich dann noch mal kurz einspringen hier über die Feiertage. Das sind halt an den ganzen Feiertagen, sprich Heiligabend, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag, dass es dort zumindest ein Video gibt, was jetzt Trains in World 2 related ist. Aber das habe ich zeitlich auch nicht mehr hinbekommen, das alles noch mit vorzuprogrammieren. Aufzunehmen. Also 6 Kilometer noch bis nach Hamburg. Gut, Schnee ist ja eigentlich in Realität nicht da, aber es gibt ja den Fotomodus. Ne? Ich will mal gucken, ob wenn wir jetzt hier bei voller Fahrt den Fotomodus, ob wenn ich ihn aktiviere, ob es funktioniert. Es funktioniert. Kann ich dann auch hier dann rausgehen? Ne, ich bin dann hier komplett drin gefangen. Das ist sehr belastend. Gut. Ich habe gehofft, man kommt dann auch hier wieder raus, aber gut, scheinbar nicht. Das ist schon mal gut zu wissen, da werde ich den nicht mehr voller Fahrt auf der Autobahn machen können, ohne dass ich irgendwie eine Außenperspektive bin. Uhr ist aktuell offiziell, also es ist die Ankunft, wenn wir dort sein sollen, wir sind wahrscheinlich auch viel früher da. Da kommen wir da relativ gerade ganz gut durch. Relativ gerade ganz gut durch, ja, da. Satzbau on point. Das ist ein bisschen zu viel, aber es passt noch. Dieser Abend ist ein bisschen tricky hier. Mit der Steueraffinität hier. Mit Lenkrad ist natürlich viel entspannter. Auch mal was Vernünftiges jemand zu legen in den nächsten Jahren. Damit auch sowas halt komplett entspannt gemacht werden kann. Jetzt sind wir hier ungefähr auf der Hälfte der Strecke, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich wollte gerade kurz sagen, ich bin persönlich noch nie mit dem Flixbus gefahren, aber es wäre gelogen. Ich glaube, ich bin umleitungsbedingt mal mit dem Flixbus gefahren. Und zwar ursprünglich war, glaube ich,
ursprünglich wäre es eigentlich mit dem Zug bis nach, ich glaube, sogar bis nach Groningen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau. Aber ich meine, eigentlich wäre es nur komplett Zug gewesen und dann gab es halt Umleitung und das ging es halt von Deutschland mit dem Flixbus über die Grenze Richtung Groningen. Sowohl hin als auch zurück. Ansonsten bin ich nie mit dem Flixbus gefahren. Noch 56 Kilometer. Oh geil, die achten scheinbar ja auf uns. Also gut auf uns. Da geht es Richtung Hannover, wir wollen noch weiter auf der A1 Richtung Hamburg. Jetzt ist es wieder vierspurig. Bleiben wir hier? Ne, wir müssen nach links. Knappes Ding hier wieder. Aber ich werde es auch so machen, dass ich ein paar Playlists an der Stelle halt Fernbus-Simulator-Playlist, wo zwar jetzt nicht das eine Video reinkommt, wo ich schon mal, was ich ja schon mal aufgenommen habe, sondern ich werde das Ganze dann quasi jetzt ab eigenständigem Projekt, wie jetzt in diesem Fall, dieses Projekt kommt da rein. Und dann natürlich halt den Neujahrsexpress allgemein, falls, also ein allgemeines Ding, falls wir das im nächsten Jahr nochmal machen. Oder irgendwann nochmal machen. Und dann halt dementsprechend nochmal eine zusätzliche Neujahrsexpress-Playlist. Dann halt mit dem Kürzel noch von 2020. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst es mich gerne wissen mit einem Like oder indem ihr es in die Kommentare schreibt, dass ihr die Idee gut findet, vom Neujahrsexpress. Und es geht in Hamburg rein, erstmal voll in den Stau rein, erstmal ordentlich abgebremst. Und wir fahren ja sogar wirklich in Hamburg rein. Dann ist es ja klar, dass wir hier ordentlich abbremsen. Stimmt, das ist ja ein Stadtsound hier mit dem weiß es noch gleich mit den Sirenen. Bisschen Mikro, oh Gott, Lecks, das ist auch Festplatten-Lecks, ein bisschen so kleine Spikes. Zeitlich gesehen sind wir sehr, sehr früh da, aber damals war ja zu rechnen. Zeiten sind ja so, wie ich mich erinnere, und auch noch aus Lavans Fahrt, wo er, glaube ich, nach Paris gefahren ist. Da ist die Zeit jetzt ziemlich gut bemessen. Man kann in Umleitung und Verspätung kommen und hat dann erst dann wirklich ein bisschen Probleme, was das Zeitliche betrifft. Ich glaube, Fernbus-Simulator ist dann das erste Bus-Simulator-Video dann im neuen Jahr.
was auf meinem Kanal kommt. Oh, das war fucking close. Ja, eigentlich war es nicht close, eigentlich ist es komplett gerammt, aber gut. Oh, Feuerwehr, Polizei direkt hinter uns. Genau. Also bis nach der 18 wird es natürlich auch weiterhin noch im neuen Jahr geben. Im neuen Jahr, also um nochmal bei den Bussimulatoren zu bleiben, was so an Projekten noch so kommt. Dann gibt es natürlich Bussimulator 21, was rauskommt. Da wird es dann auch quasi noch vom neuen Teil auch was geben. Und, ja, war klar. Und dann wurde ich noch von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, von Isaila oder sowas in der Richtung, auf einen kommenden Bussimulator hingewiesen, der auch von TML Studios ist, genau wie der Fernbussimulator und der, ich weiß den anderen jetzt nochmal. Hallo und herzlich willkommen. Ach verdammt, ich habe vergessen, die Anzeige zu machen. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Wie ist ein anderer Bums nochmal? Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Kurz auch da bei weggehen. Uns gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. Ja, das habe ich vergessen in den zu machen. Vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. Ja. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt übernehmen. Jetzt mal, sieht man mal so schön mit den, wo haben wir das denn? Schön mit der Beleuchtung und so weiter. Jetzt kommen jetzt auch auf andere Game nicht mehr. Ah, und von Tourist Bus Simulator. Und wo wir bei Tourist Bus Simulator sind, sofern ich, wie heißt noch, Bus Simulator 18 noch in irgendeiner Form beendet bekomme mit den Missionen, wird der Tourist Bus Simulator so als höchstwahrscheinlich längerfristiges Projekt dann auch auf den Kanal kommen. Und auf der Basis bin ich halt auch schon, ich glaube, ich habe noch wirklich viel gesehen, aber wobei ich habe zumindest überfliegend was gesehen und es sah schon nice aus. Aber auf zukünftige Projekte, die im Jahr 2021 dann auf dem Kanal kommen, oder alte Projekte, die wieder erweckt werden, da komme ich dann nochmal dazu. In einem gesonderten Video am 31. Am 31.12. Abbiegen. Das Gute hier am Game ist, dass es ja keine Fußgänger gibt. Die Weihnachtsbeleuchtung hat schon was, ne? Gibt einem so wieder ein bisschen mehr so das Feeling, man auch halt der Schnee, auch wenn der Schnee nicht in Realität da ist.
da ist eine Ampel nicht geladen worden. Wir folgen einfach mal dem Navi. Das weiß schon, was wir zu tun haben. Überpünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. Wir haben Hamburg. Freigeschaltet. Wollen wir mal die Türen öffnen? Und den Leuten... aufmachen. Sind wir gerade rausgegangen? Ja, ne? Aber jetzt sind wir noch hier drin. Weil wir sind alle draußen. Dann sollten wir jetzt ja eigentlich auch prinzipiell, wir können uns das nochmal hier so von hier anschauen, ausloggen können. Denn, sind ja da, ne? Also ich denke mal, das war doch so, oder? Ja. So. Junior Coach Driver. Okay, ich bekomme gerade irgendwie noch Achievements, ich glaube, ich schon hätte bekommen können. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Gucken wir mal kurz nach. Ne, es waren noch Passagiere, alles klar. Fahrgäste-Transportier 10 von 10 plus 10. Verkaufte Tickets 1, dann nochmal plus 10. Ungültige Tickets okay, niemanden gedingst. Abgeschlossene Stops waren 2 von 2. Kontakt bei der Zentrale 0 von 1. Okay, das geht. Gut zu wissen. Wir sind 167 Kilometer gefahren. Wir haben jetzt 455 Punkte bekommen. Insgesamt bin ich, glaube ich, jetzt einmal 2473. Von der Ökonomie vom Fahrgast. Oder ist es vielleicht auch das Gesamt? Ich habe keine Ahnung. Genau, fahrplanmäßig ankommt, war alles da. Wir waren überpünktlich, bekommen einfach nur Punkte, Pausenqualität 0. PC-Freigabe, Leselicht, WLAN. Na, nicht full. Fahrgastraumbeleuchtung habe ich auch nicht anbekommen. Genau, Längsheit eingehalten, Betriebszeit eingehalten, pipapo, Fahrverhalten. Ah, war in Ordnung. Vor allem für die erste Fahrt, wieder um wieder reinzukommen. Fortsetzen oder Hauptmenü? Ich bin verwirrt. Wir setzen einfach fort. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die erste Tour, ja. Okay, wunderbar. Aber jetzt die erste Fahrt. Von der Neujahrsexpress-Route. Ich kann ja schon mal, während ich hier noch am Brabbeln bin, nochmal die nächste erstellen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und in der nächsten Folge fahren wir dann halt hier von Hamburg aus rüber nach Berlin. Auf der zweiten Route des Neujahrsexpress 2020. Genau. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, aber die Idee, schreib mir mal gerne Feedback in die Kommentare. Und ich freue mich dann, dich dann im nächsten Video vom Neujahrsexpress 2020 wiederzusehen.
Das Ganze ist ein bisschen länger, man kennt's. Aber ich bin jetzt auch wieder ein bisschen eingebunden. Ne? Alle Einstellungen sind schon wieder perfekt da, pipapo. Von daher können wir die Tour auch super abfahren. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Fernbus-Simulator-Video, beziehungsweise bis zum nächsten Neujahrsexpress-Video.